So, liebe Leute, ich wollte noch mal einen Beitrag zu Botania machen. Ihr seht hier unter mir eine Redstone-Schaltung, die etwas größer ist. Lasst euch nicht abschrecken. Eigentlich handelt es sich gar nicht um eine richtige Redstone-Schaltung. Oder doch, naja, ein bisschen schon, ne? Aber die ist auch so groß gebaut, um euch zu erklären, wie sie funktioniert und was sie bewirkt. Und wenn ihr die natürlich nachbaut, dann könnt ihr die deutlich kleiner bauen. Das mache ich zum Schluss, um euch zu zeigen, wie man die quasi auf kleinem Raum baut. Und man kann das Ganze natürlich auch mit einem RedNet-Controller machen. Oder man kann das Ganze natürlich auch machen mit Computercraft, ja, also über Lua. Das geht natürlich genauso, ja. Aber ich wollte die Vanilla-Variante haben. Erstens, weil Vanilla ist eben auch interessant. Zweitens sind Redstone-Schaltungen natürlich interessant. Und dann ist es natürlich auch so, man kann hier mehr erkennen, mehr sehen, was passiert eigentlich. Man kann das Ganze auch mit Gates machen und ich habe keine Ahnung, mit irgendwelchen Sensoren. Aber na gut, fangen wir mal einfach ganz logisch an und beginnen hier unten. Ich habe hier eine Dayblume stehen. Diese Dämmblume hat einen Nachteil. Wenn es dunkel wird, dann geht die kaputt. Wenn da jetzt eine Nightshade stände, dann würde die kaputt gehen, wenn es hell wird. Also das Problem ist bekannt seit einem Patch oder wie auch der ganze Krempel sich immer nennt. Und da habe ich jetzt eine Lösung gefunden, die relativ einfach ist. Nur die Steuerung muss man halt ein bisschen gucke, dass das auch passt. Hier habe ich einen Block Placer, in diesem Fall von Open Blocks, und hier habe ich einen Block Breaker, hier in diesem Fall von Projekt Red Expansion. Wie gesagt, man kann das mit der Turtle auch machen oder man kann das auch mit Mindfactory Reloaded machen oder was auch immer man da in eventuell anderen Modpacks so alles findet. Das Prinzip und die Logik der Schaltung erkläre ich jetzt mal. Und zwar, wir haben hier einen Daylight-Sensor von Vanilla, ganz einfach. Und der macht ja, je nach Sonnenstand, ob die hoch oder niedrig steht, ein entsprechend langes Signal. Die Signallänge habe ich hier mal mit solchen Repeater gemacht. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich habe die halt hier nur hingemacht, damit ihr seht, ah, so tickt das System. Und im Augenblick ist es so, dass es Tag ist, ne? Sieht man ja. Sonne ist oben, volle Pulle. Das heißt, hier der ganze Weg, RedNet hier, ist voll bis hier hinten durch. Und alle Repeater sind hier an, ist klar, die kriegen ja auch dann eben alle Strom. Jetzt gleich, wenn es dann dunkler wird, dann fängt das hier hinten an, weniger Energie zu haben, weil ja von dem Comparator, wie das Ding, von dem Solarsensor wird ja dann, kommt dann ja weniger Energie hier hinten an und irgendwann passiert es, dass diese Leitung auch keinen Strom mehr bekommt. Dieses Ding hier. Und dann hat diese Leitung hier keinen Strom. Dann passiert gar nichts. Aber es passiert halt, dass gar nichts ist. Nämlich hier. Hier ist dann kein Strom. Und dann geht die ganze Sache natürlich weiter. Verliert immer weiter Strom, immer weiter Strom, immer weiter Strom. Irgendwann sind die hier hinten alle leer, alle dunkel, gibt es keinen Strom mehr. Und irgendwann hier hinten ist dann auch dieser ohne Strom. Wenn der ohne Strom ist, leitet er über das Redstone-Signal natürlich nicht über diese Leitung weiter. Folglich ist die ausgeschaltet. Wenn die dann aber ausgeschaltet ist, geht hier diese Redstone-Fackel an. Das ist eine Inverterschaltung, wenn man so will. Könnt ihr nachgucken, habe ich natürlich entsprechend auch schon Tutorials zu gemacht zur Inverterschaltung. Dann geht hier der Strom hier weiter, also diese Messleitung sagt dann hier unten, guck mal, ich habe Strom. Wichtig ist, dass hier ein Repeater ist, damit der Strom nicht in die falsche Richtung fließt, also so als Diode, wenn man so will. Und hier ähnlich, ja, hier ist auch eine Art Diode, die keine Aufgabe hat, außer dafür zu sorgen, dass der Strom nicht in die falsche Richtung fließt. Kann man sich darüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht, aber ich sehe das halt als sinnvoll an, denn es soll ja nicht irgendwie ein falsches Signal entstehen. So, wenn also hier hinten der Strom ankommt, dann
gibt es hier, weil vorher war das ja aus, haben wir ja gerade besprochen, da war ja kein Strom. Ist jetzt noch, kommt gleich, sehen wir dann. Also, wenn hier kein Strom da ist, aber von hier welcher kommt, ist das ein neuer Strom, ein Impuls sozusagen oder eine Einschaltung. Wenn eine Einschaltung funktioniert, passiert als allererstes Folgendes. Hier hinten an diesem Blockbreaker wird geblockbreakt. Zack, weg ist das Ding. Landet hier in der Truhe, noch nicht fertig. Mit der Truhe beschäftigen wir uns danach. So, nach einer ganz kurzen Zeitverzögerung, die die Pflanze ja braucht, um weg zu sein, kommt hier hinten das Signal über diesen Repeater mit einer Verzögerung bei dem Blockplacer an und der placed die nächste Blume. In diesem Fall wäre das gleich eben die Nightshade. So, die Blume war ja hier abgebaut über den Blockbreaker, landet hier in der Truhe und soll dann hier rüber kommen, aber sich natürlich in der Reihenfolge nicht mit der anderen stören. Also die muss erst raus, bevor die andere reinkommt. Heißt, eine muss hier erst gepflanzt werden, deswegen kann hier erst der Abtransport aus der Truhe passieren, wenn hier hinten schon was passiert ist. So, das heißt, hier wird erstmal gemessen mit einem Comparator, deswegen hatte ich mich vorhin vertan, mit einem Comparator wird hier gemessen, ist da überhaupt irgendwas in der Truhe drin, ja oder nein. Also hier, die ist natürlich jetzt leer. Wenn ich jetzt Rechtsklick auf den Comparator mache, dann kann man den in verschiedenen Modi halt umstalten. Und jetzt ist es halt so, da ist nichts drin. Wenn in der Truhe was drin wäre, würde hier ein Redstone-Signal entstehen. Und das würde über diesen Repeater zeitverzögert, deutlich zeitverzögert, hier raufgehen. Zeitverzögert deswegen, damit das hier hinten alles passieren kann. Dass das also gesetzt ist, dass der Blockplacer halt schon geplaced hat, in der Zeit, in der das Signal hier durchläuft. So, wenn der also hinten geplaced hat, dann ist ja der Blockplacer leer. Dann kann aus der Truhe der entsprechende Setzling rüber an den Platz 1 hier, wo dann jetzt im Augenblick ja die Nightshade ist. So, ihr seht, hier hinten ist bereits geschehen, im Laufe des später werdenden Tages, ihr seht da hinten, die Sonne geht runter, es wird immer weniger Licht sein und es wird dann später, so seht ihr hier auch, es wird dann später gleich wird es so kommen, dass hier hinten immer weniger wird und dann wird das hier umgeschaltet, wie ich das gerade erklärt habe. Das schauen wir uns natürlich dann in Ruhe an. Und genau, so, in der Zwischenzeit, während wir uns das anschalten, überlege ich mir, ob ich jetzt was vergessen habe, euch zu erklären. Aber ich hoffe eher nicht. Das Ganze hat zu entwickeln ziemlich lange gedauert, weil man ja feststellen muss, an welcher Stelle sozusagen die Nightshade und Dayblooms sich dann verabschieden. Und wann dann die Dämmerung ist, die für die relevant ist und so, da habe ich also eine Zeit lang für gebraucht, aber mache ich ja alles immer gerne, weil es macht ja auch Spaß, sich solche Sachen einfallen zu lassen, finde ich. Und wenn ihr dann auch was davon habt, finde ich das super, dann liked das Video, weil hilft ganz vielen Leuten, die eben Botania machen. Ich komme gleich noch ein bisschen drauf, was man hier kleiner machen kann und anders. Das wollte ich euch ja gezeigt haben. So, jetzt gleich ist es soweit, so quasi kurz vor Weihnachten, ja. Ostern und Weihnachten auf einem Tag, wenn da hinten nämlich jetzt die Umschaltung funktioniert, dann wird hier die Dayblume durch die Nightshade ersetzt. Zup, zack, habt ihr gesehen? Und jetzt hat sich das hier hinten dann auch umgestellt mit einer gewissen Verzögerung. Ich sehe jetzt die Dayblume hier drin gelandet. Jetzt bleibt die natürlich die ganze Nacht da. Und irgendwann passiert eben sozusagen das Rad von der anderen Seite nochmal. Dann wird natürlich hier von dem Sensor aus hier Strom reingeleitet. Der Strom sorgt dafür, dass diese Fackel ausgeht. Damit ist dann auch diese Leitung tot. Und hier ist dann eben auch nichts mehr los. Wenn der Tag dann weiter fortschreitet und irgendwann hier hinten das Signal ankommt, wird hier hinten natürlich ein neues Signal generiert und schaltet hier von nichts mehr drin auf, so wie jetzt, eben was drin. Also wieder ein neues Anschalten, was dann eben den Austausch dann wiederum auslöst, um die
Dayblume dahin zu packen und die Nightshade mit einer gewissen Verzögerung wieder in den Blockbläser zu bringen. Ja, ich denke mal, das warten wir jetzt nicht wirklich ab, sondern ich zeige euch jetzt mal einfach, ja, wie einfach die Schaltung sein kann. Denn ganz viele dieser Dinge sind hier im Augenblick überhaupt nicht erforderlich. Zum Beispiel kann man das Ding durch ein einfaches Redstone-Signal ersetzen. Diese ganze Klamotten hier, die können weg. Das würde ich mal so lassen wegen der Leitungslänge hier. Und den ganzen Rest hier, den können wir alle abbauen. Den brauchen wir ja nicht, weil das war ja nur zur Veranschaulichung. Und wenn ihr das euch dann anschaut, dann findet ihr ganz sicherlich auch einen Weg, auch das noch deutlich zu verkürzen. Nämlich, man kann ja dann von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Was passt doch? Pass auf, das machen wir erstmal hier. 1, 2, 3, 4, 5 machen wir hier weg. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 machen wir da weg. So. Oder dahin besser gesagt. Jetzt machen wir hier natürlich diesen Repeater. Der hat keine Verzögerung. Den machen wir weg und bauen den mal dahin. Damit ist natürlich hier hinten auch der Teil der Schaltung nicht mehr nötig. Und ihr seht, die hat sich schon sehr deutlich reduziert. Sehr deutlich reduziert. Also was natürlich wichtig ist, dieser Schaltweg hier, den kann man natürlich nicht verändern. Der muss natürlich gleich bleiben. Und ob man das jetzt geometrisch hier direkt in der Nähe macht oder ob man das mit irgendwelchen RedNet-Kabeln irgendwo hinbeamt oder sonst was, das ist dann auch eine andere Geschichte. Und ihr seht, dadurch, dass das hier so gebaut ist, kann man natürlich von dieser Mimik hier eine ganze Reihe bauen. Theoretisch könnte ich da 100 Stück nebeneinander bauen oder sowas. Und diese Schaltung hier, die ist ja wie gesagt nur die Schaltung. Die ganze Mimik und Elektrik hier, die könnt ihr natürlich auch hinten rüber spiegeln und bauen, bis euch die Finger schwarz werden vom lauter Tastatur drücken. Ja? Oder auch mehrere Etagen. Die Schaltung bleibt ja dieselbe, die löst das ja nur aus. Und ja, von hier ab sozusagen könnt ihr daraus eben eine Farm bauen. Jo, soweit erstmal. Wie gesagt, like das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon habt. Schaut im Wiki nach. Da könnt ihr auch gucken, wo ich da hin und wieder mal so spiele. Da gibt es unter Partner-Server so. Und da gibt es aber auch Server, die ich noch nicht genannt habe da, weil die klein sind. Und die sind so klein, dass wenn da plötzlich mehrere Spieler aufschlagen, die Serverstabilität nicht mehr gegeben ist. Also das werde ich aber dann später noch machen, wenn die ein bisschen gewachsen sind. Da werde ich auf jeden Fall dann auch das noch so veröffentlichen. Aber ich habe schon gesehen, da gibt es den einen oder anderen Zuschauer, der sagt, ja, das ist auf dem und dem Server. Finde ich ja ganz lustig. Mache ich aber dann weg den Kommentar im Augenblick noch, weil ich möchte halt die Owner da nicht überfordern. Das geht ja schon. Na gut, gut, wie auch immer, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Man sieht natürlich aufgrund dieser Schaltung jetzt nicht, wie weit hier sozusagen das fortgeschritten ist. Da muss man immer mal auf den Himmel gucken. Aber ihr seht, die Nacht dauert noch lang. Und ganz zum Schluss tue ich euch den Spaß und lasse das noch in Zeitraffer ausklingen. Und dann sehen wir nochmal, wie sozusagen der Rücktransport stattfindet auf die Dayblume. Jawohl. Ne? So, also, ciao, ciao.